Ich habe eine Gleichung mit ist gleich 0 und das Besondere ist, also ich habe hier so Klammer, ja, Klammer mal Klammer. Und manche fangen eben an, hier so alles mit allem auszumultiplizieren und das ist verkehrt, das ist völlig falsch. Es gilt der Satz, ein Produkt ist 0, wenn einer der Faktoren 0 ist, also wenn der Faktor 0 ist, zum Beispiel wenn ich hier für x gleich 3 einsetze, 3 minus 3 ist 0, 0 mal irgendwas ist 0, ja, dann ist alles 0. Das heißt, ich schaue das getrennt an. Ich mache das jetzt hier ein bisschen weg. Sauber macht man so, man macht eine Nebenrechnung. Nebenrechnung, x Quadrat plus 17x minus 25 ist 0 und hier Nebenrechnung. X minus 3 gleich 0, das geht schnell. X gleich 3, x1, also eine Nullstelle habe ich schon. Und hier braucht man eben die Mitternachtsformel. Das gibt keine glatten, also x2, 3 gibt keine glatten Ergebnisse. Das ist minus 17 plus oder minus Wurzel aus. Ich glaube 300, was haben wir denn hier? 389, 3, 8, 9 durch 2. Egal, es sind aber drei Lösungen der Gleichung. Und das geht so weiter. Also wenn die Gleichung lautet x minus 2 mal x minus 17 mal x plus 12 ist gleich 0, man macht das immer extra. Ja, nichts ausmultiplizieren, immer Nebenrechnung. Wann ist das erste 0, wann ist das zweite 0, wann ist das dritte 0?